Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker, 10. Januar 2022. Natalie Volk deutet neue Liebe nach Trennung von Timur an. 2,5 Monate ist es her, dass Natalie Volk, die sich den Künstlernamen Miranda Di Grande zugelegt hat, die Trennung von Timur Akbulut gegenüber Gala bestätigte. Nun entstanden Gerüchte, das Model könnte neu verliebt sein. Anlass dazu gibt ein Instagram-Post. An ihrem 25. Geburtstag, den Natalie am vergangenen Donnerstag, 6. Januar 2021, feierte, die ehemalige GNTM-Kandidatin, die seit einiger Zeit in New York lebt und dort ihre Schauspielkarriere vorantreiben will, veröffentlichte ein Foto von einem rosafarbenen Blumenbouquet, das ihr offenbar geschickt wurde. Auf der dazugehörigen Karte finden sich die Initialen SL. Natalie versah das Bild mit 4 Herzen und dankte dem Unbekannten mit den Worten Thank you baby. Also ein neuer Mann für Natalie, die Ex von Frank Otto, 64, will die Spekulationen weder bestätigen noch dementieren, sagte zu Bild lediglich, wir haben uns 2014 auf der Aftershow-Party von GNTM kennengelernt und sind uns immer wieder über den Weg gelaufen, Pietro Lombardi, hätte ich dich erwischt, Pietro Lombardi, 29, ist wütend, nimmt es aber dennoch. Irgendwie mit Humor. In seiner Instagram-Story zeigt er die demolierte Scheibe seines Autos. Unbekannte haben sie eingeschlagen, wollten vermutlich in den Wagen des DSDS-Gewinners von 2011 einbrechen. An denjenigen, der versucht hat, hier in mein Auto einzubrechen, dann mach's doch richtig und mach die Scheibe kaputt. Aber so halbe Sachen, scherzt der Sänger. Die Scheibe der Autotür weist ein kleines Loch und einen Sprung auf. Wurde jedoch nicht aufgebrochen, dann wird Pietro dennoch sauer und meint, ich sag dir eine Sache, sei froh, dass ich dich nicht erwischt habe. Hätte ich dich erwischt, eieiei. Trotz seiner Fassungslosigkeit kann Lombardi sich nicht verkneifen zu zeigen, welche Beute den mutmaßlichen Dieben da entgangen ist. Er filmt den Innenraum seiner Mercedes-Benz G-Klasse und stellt lachend klar, egal wer du warst, das Einzige, was du hier gefunden hättest, wäre eine Volvic-Flasche.